Jo. Und herzlich willkommen zurück. Suche Napopo im verlassenen Tempel. Einen gewöhnlichen Salat. Warte mal, hier kann ich doch bestimmt was kochen. Super. Ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt nichts craften kann. Ich habe nämlich jetzt alles geholt, um mir einen besseren Hammer zu holen. Ha, das ist natürlich... Ja, die Schmiedin hat zu. Na gut. Bringen den... Okay. Koa Mayo. Und Paella nach Koas Art. So ist jetzt die Frage, habe ich alles? Ich war bei meiner Fliegenjagd nicht wirklich erfolgreich, weil das ist irgendwie grausam. Ich sag, ich mache mich jetzt auf Fliegenjagd, stehe auf und dann sind die überhaupt nicht mehr da. Und jetzt bin ich in der Aufnahme und jetzt sind sie wieder da. Gut. Eine schon mal weg. Das ist grausam. Wenn du sagst, du machst dich auf Fliegenjagd, dann verkriechen sie sich in sämtliche Ecken, als wüssten sie genau, was abgeht. So, Küche. Mir fehlt Reis und Ananas. Ich brauche richtigen Reis, keinen gekochten Reis. Ah, da muss ich nochmal zu den Marktdamen hin. Aber ich möchte jetzt nochmal eine Runde im Hotel schlafen. War vielleicht auch ganz gut, dass ich mir die Tomaten so gekauft habe. Und nicht bei... Und nicht als Saatgut. Ich möchte nämlich jetzt so langsam nach Hause. Auf die Insel. Gucke ich, ob ich hier noch Reis kriege. Nö. 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 Ah, du verkaufst auch Lebensmittel. Super, was brauche ich noch? Ananas, ne? Na gut, warte mal. Vielleicht kann ich ja hier noch ein paar Sachen einkaufen. Nee. Na gut, dann nicht. Dann halt nicht. Okay, jetzt gehe ich aber erstmal ins Hotel. Das ist hier am Marktplatz. Supi. Freue ich mich. Salat, Mayo. Spreche mit Onzo für den nächsten Auftrag. Spreche ich mit Onzo? Vielleicht ist das etwas, was ich gerade machen kann. Koa, ich habe ein Problem. Das tut mir leid. Was genau ist dein Problem? Meine Kopfhörer sind kaputt. Ich kann keine Musik mehr hören. Oh, das ist übel. Das ist so grausam. Ich kann sie zu Akachi bringen. Der kann sie bestimmt reparieren. Akachi? In meinem Tagebuch steht nichts über sie. Sie muss wohl eine sehr junge Frau sein. Ja, sie ist eine Freundin von mir. Und sehr nett. In Ordnung. Schauen wir mal, ob sie eine Lösung finden kann. Das schafft die bestimmt. Die ist super. Ich muss da sowieso zu der Akachi hin. Das ist schon mal ganz gut. Salat. Bereite Kalebs Lieblingsessen zu. Ah, mit dem muss ich jetzt noch einen Silberbarren stimmen. Den habe ich ja bei der Akachi gekauft. Da kann ich dem auch gleich die Silberbarren bringen. Ich hoffe, der bezahlt mich auch ordentlich dafür, weil ich weiß nicht. Der Kaleb ist total nett. Das ist ein echt Lieber. Aber dem traue ich nicht so ganz. Hier hast du deine Silberbahn. Ah, perfekt. Damit kann ich die wichtigsten Ereignisse Mara nachbilden. Zum Beispiel den Tag, an dem Kaleb seine Werft eröffnet hat. Oder wie ich einmal mit einer Robbe gerungen habe. Was? Oder wie wir uns einmal einer 200 Meter hohen Welle gegenüber sahen. Also nur Ereignisse aus deinem Leben? Nun ja, das waren alle wichtigen Ereignisse in Mara.
Hier hast du deine Angelausrüstung. Vielen Dank. Ah, super. Du hast ein neues Rezept. Korkenschwimmer. Ah, wir können jetzt einen besseren Dingsbums, eine bessere Angel bauen. Das hat sich gelohnt. Doch, warte mal, jetzt nicht billig. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Geld, aber wir haben noch genug Münzchen in der Tasche. Von daher sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Jo, jetzt müssen wir noch so Akachi. Und dann bringen wir ihr den Salat und bringen ihr die kaputten Kopfhörer. Mal gucken, was sie machen kann. Ah, da oben sind noch ein paar Bienchen. Die nehme ich mit. Vielleicht finde ich ja noch eine Bienenkönigin. Und dann kann ich bald hoffentlich selbst ein bisschen Honig anbauen. Nee, nur Honig. Okay. Macht das bloß nicht zu Hause nach. Wenn ihr ein Bienennest findet, bloß nicht mit dem Hammer draufhauen. Wenn ihr so kommt, werdet wahrscheinlich nicht in die Nähe von einem Bienenfeld gehen, Nest kommen. Die sind nervig, aber sind wichtig. Hm, der Salat sieht wirklich gut aus. Er ist wirklich einfach zuzubereiten. Ich verstehe. Probier doch mal, ihn selbst zuzubereiten. Ja, das mache ich, sobald ich Zeit habe. Okay, hier, nimm dies für deine Mühen. Ah, 5 Nägel, super. Akachi, kann ich um einen Gefallen bitten? Ich habe hier ein paar kaputte Kopfhörer. Lass mich mal schauen. Es sollte nicht allzu schwer sein, sie zu reparieren. Ich muss nur diese 2 Kabel wieder miteinander verbinden, etwas festziehen, fertig. Das war's schon. Vielen Dank. Sind das deine? Nein, sie gehören Onzo. Er ist ein wirklich nettes Katzenkind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du die ganze Welt so beschreibst. Weil es wahr ist. Das stimmt aber auch. Chor, ich stecke bis beide Ohren in Arbeit. Woran arbeitest du? An einem geheimen Projekt. Ich baue einen Metallkoloss. Wow! Liegt deshalb da hinten eine riesige Hand aus Metall? Ja. Ich dachte, niemand würde sie bemerken. Nun ja. Sieht von der ganzen Insel aus zu sehen. Der Rest des Körpers liegt im Norden, in der Nähe der Eiswand. Ich war erst vor kurzem da. Sind jedoch einige Dinge passiert. Es ist eine ziemlich lange Geschichte. Kein Problem, ich habe Zeit. Ich bin ein wenig besessen davon, diesen Roboterkoloss zu bauen. Komme aber nur langsam voran. Ich kann dir helfen. Ich brauche einige Materialien, vor allem Rohkupfer und Metall. Es wäre fantastisch, wenn du mir davon etwas bringen könntest. Kriegst du, habe ich direkt dabei. Glaubst du, dass du mit diesen Materialien was anfangen kannst? Sie sind perfekt. Jetzt kann ich mit der Arbeit am Koloss beginnen. Vielen Dank, Chor. Bitte sehr. Was schaust du mich so an? Ich wünschte, ich wäre so stark wie du. Eines Tages bist du das bestimmt, Chor. Auf jeden Fall. Das machst du super, Mädchen. So, liebe Mücke, deine Partnerin ist weg. Jetzt gibt's auf die Fresse. Getroffen? Nein, habe ich nicht. Entschuldigung, falls das irgendwie jemand mitbekommen hat. War nicht so gemeint. Aber von 2 Fliegen sind es nur noch eine übrig. Das ist ganz gut. So, Napopo, Akachi für den nächsten Auftrag. Es läuft eigentlich ganz gut. Vielleicht ein bisschen zu hart. Zu gut. Koa, ich komme mit dem Koloss nicht weiter. Ich muss meinen Kopf frei bekommen. Was brauchst du dafür? Wenn ich mich entspanne möchte, schnitze ich Holz. Wusstest du, dass meine Mutter eine große Tischlerin war? Heißt sie nicht zufälligerweise Robin? Hier, ich habe ein paar Baupläne für eine Holzbank. Möchtest du, dass ich dir beibringe, wie man sowas baut? Dazu brauchst du Holz und Metall. Das wäre super. Kriegst du. Es ist cool, mit dir zu arbeiten. Findest du das wirklich? Beinahe fertig. Ein Augenblick. Was du gemacht hast, sah gar nicht so schwer aus. Ich glaube, ich könnte das jetzt auch bauen. Ich bin froh, dass du etwas gelernt hast. Das sieht auf meiner Insel bestimmt toll aus. Ich glaube, ich fühle mich jetzt besser. Ich kann endlich weiter am Koloss arbeiten. Oh, super. Das ist wunderbar. Hallo, Koa. Kann ich dich um etwas bitten? Immer doch. Natürlich, immer noch. Meine Eltern haben ein kleines Haus auf einer Insel, nicht weit von Quelis. Sie haben einige Ackerfelder und ich mache mir Sorgen, dass niemand die Pflanzen erntet. Die Insel ist nicht weit von hier. Könntest du vielleicht die Pflanzen ernten? Du kannst alles, was du erntest, behalten. Sind deine Eltern so cool wie du? Das kann ich schlecht einschätzen. Sie sind meine Eltern. Sie müssen riesig sein. Was machen sie? Sie sind in Rente. Sie reisen viel und spielen Karten. Ich kümmere mich drum. Super. Das bedeutet, das läuft schon mal wunderbar. Ich finde super, dass die Koa super keine Probleme hat, sich mit Freunden, mit Menschen anzufreunden.
Ich muss aber erstmal die Napopo finden. Einfach aus dem Grund, weil ich ohne sie nicht reisen kann. Gute Freundin sollte man einfach nicht trennen. Punkt. Das ist meine Auffassung. Ja, aber das mit der einen Aufgabe ärgert mich jetzt gerade ein bisschen bei der von der Mayo, von dem kleinen Katzenkind, von der Katzenkind-Kellnerin, weil ich jetzt nicht sehen kann, was für Fische ich angeln muss. Und die Frage ist, ernte die Pflanzen, mach weiter mit Chor, mach weiter mit Chor, mach weiter mit Mayo. Caleb, mach weiter mit Dingsbums und jetzt geht's wieder zurück. Einfach aus dem Grund, aus Gründen, ich weiß noch nicht warum und weswegen. Naja. Ich habe deine Kopfhörer dabei. Funktionieren sie wieder? Ja, vielen Dank, Koa. Du solltest lieber Akagi danken anstatt mir. Ich werde ihren Namen in mein Tagebuch aufschreiben. Akagi, eine Frau, die alles reparieren kann. Und feuerrotes Haar, riesige Arme. Koa wird wie sie sein, wenn sie einmal erwachsen ist. Schön, supi. Koa, ich habe Heißhunger auf etwas ganz Bestimmtes. Was denn? In meinem Tagebuch steht, dass Taka früher wirklich vorzügliche Nudeln bereitet hat. Ich habe ihn danach gefragt, aber er hat mir gesagt, dass er sich vor langer Zeit entschieden hat, keine Nudeln mehr zu kochen. Pff, Taka ist ein echter Dickkopf. Ich schätze, es wird mir nicht vergönnt sein, diese Nudeln einmal zu probieren. Ich kann für dich mit ihm reden. Wenn sie wirklich so gut sind, will ich sie auch probieren. Berühmte Nudeln, das nehme ich mal mit. Oh, Schokolade. Lecker, 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 schmecker, Schokolade. Ich will keine Schokolade. Nee, komm. Na, Popo, da bist du ja. Wer ist da? Man nennt mich Blue. Aber das ist nicht mein spiritueller Name. Ich hatte eine sehr interessante Unterhaltung mit Napopo. Du hast dich mit ihr unterhalten? Napopo hat mir erzählt, wie sie dich gefunden hat. Und dass du ihre beste Freundin bist, Koa. Wow, woher kennst du meinen Namen? Was hast du gesagt? Ach ja, das sage ich ihr. Du solltest die Quelle des Mahala, der spirituellen Lebenskraft Maras Anerkennung zollen. Du meinst die Treibstoffquellen? Es ist nicht nur Treibstoff. Mala ist Leben. Jetzt, wo du sagst, ich war nicht sehr respektvoll. Ich habe ihn mir einfach genommen, ohne etwas dafür im Tausch zurückzugeben. Das machst du sehr gut. Nein, nicht besonders gut. Du fühlst dich miserabel. Das ist normal. Wir alle müssen hin und wieder Ärger empfinden. Wir müssen wütend sein. Du kannst nicht das Gewicht eines ganzen Ozeans auf deinen Schultern tragen. Wie? Nun geh und zolle der Quelle deine Anerkennung. Bringe ihr deine Früchte und dein Gemüse. Deine besten Salatblätter. Bringe eine Opfergabe zur Quelle im Tempel von Quellis. Na gut. Bitteschön. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Jaya hat mir immer diese Geschichte über die Wächter und Mara erzählt. Mara hier, Mara dort. Mara ist doch nur ein Meer. Es kann doch nicht so wichtig sein. Das dachte ich aber auch immer über die Quellen. Und diese scheinen für die Leute hier wichtig zu sein. Das Mala verströmt eine besondere Energie. Saimi hat mich mit dem Gerede über Verantwortung genervt. Sie redet wie meine Jaya. Vielleicht sollte ich auf sie hören. Jede hier scheint Hilfe zu brauchen. Sollen sie sich doch gegenseitig helfen und mich in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, warum ich meine Insel überhaupt verlassen habe. Ach, komm schon. Könntest du etwas für mich besorgen, Koa? Worum geht es? Ich bräuchte etwas Papier. Ein Blatt genügt bereits. Fink? Hallo, hast du dich verirrt? Nein, gar nicht. Was für ein amüsantes Mädchen. Bist du von hier? Ja, mehr oder weniger. Das ist gut. Was? Wo sind deine Eltern? Die gibt es nicht mehr. Oh nein. Kannst du deinem Vormund oder dem Erwachsenen, der für dich verantwortlich ist, eine Nachricht überbringen? Ich glaube, ja. Ich bin Fink Shen. Ich komme von einem weit, weit entfernten Planeten namens Deva. Wir suchen nach schönen Orten in Mara, um sie aufzukaufen. Falls dein Vormund ein kleines Haus oder Feld besitzt, dann könnten wir an einen Kauf interessiert sein. Nun ja, ich habe eine Insel. Du? Wie bitte? Sie ist winzig, aber ich mag sie. Kannst du mir sagen, wo ich sie finden kann? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie viel willst du für sie haben? Nichts. Sie ist meine Insel. Aber wir haben wirklich viel Geld.
Du könntest dir davon kaufen, was du willst. Zum Beispiel eine Riesenvilla mit Schwimmbecken. Kein Interesse. Niemand weist die Elits zurück. So oder so, wir werden deine Insel schon finden. Das denke ich nicht. Nichts auf dem Planeten ist von hohem Wert. Ihr all besitzt nur winzige Boote und winzige Häuser. Ich weiß nicht, was der Baron sich von dieser miesen Wasserwelt verspricht. Wir sollten diesen ganzen Planeten niederbrennen. Pass auf, was du sagst, oder ich erzähle es Saimi. Soll das eine Drohung sein? Ha! Ich freue mich schon drauf, diesen Ort für immer zu verlassen. Wir werden uns bald wiedersehen, du freches Gör. Was für eine schreckliche Person. Ich sollte Saimi von ihr erzählen, aber ich werde ihr etwas Süßes zum Nachmittagstee mitbringen, damit sie mir verzeiht. Was? Was war das? Das hat doch hier gar nichts zu suchen. Das hat doch hier... Doch. Da steht er. Was ist das? Ich glaube nicht, dass es da etwas gibt. Das ist nur ein Spalt. Der war schon immer hier. Okay, lass uns mit Blue reden. Sprich mit Blue, um herauszufinden, was Napopo versucht dir zu sagen. Ist gut. Ich besorge dir etwas Papier, aber wofür brauchst du es? Ich mag es, kleine Papierboote zu falten. Die Naturgeister sind faszinierend von ihnen. Wir lassen sie ins Wasser des Ozeans gleiten und schauen zu, wie sie in die Ferne treiben. Oh, ich dachte, du willst vielleicht einen Brief schreiben. Ich brauche keine Briefe. Es gibt andere Wege zu kommunizieren, ich verstehe. Hier, ein kleines Boot für dich. Toll! Super. Blue, ich glaube, dass Napopo mir etwas sagen will. Ja. Mal schauen, okay. Sie sagt, dass es auf deiner Insel einen Eingang zu einer Höhle gibt, die voller Mineralien ist. Vielleicht könnte dir das nützlich sein. Wie? Die Höhle ist im Innern des Berges. Du wirst eine Mine bauen müssen. Ich glaube aber, dass das nicht einfach wird. Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Okay, ich werde sie um Hilfe bitten. Kann ich irgendwas handeln? Bienenkönigin, Kräuterhonig. Okay. Willst du irgendwas haben? Oh ja, Pilze. Kannst du von mir aus gerne ein paar haben. Das wird ja noch richtig interessant, Leute. Also ich bin nur ein bisschen gespannt gerade. Das muss man sagen. Ich mag dich nicht. Du kriegst meine Insel nicht. Das ist meine Insel. Das ist die Insel von der Koa. Du, Ganove. Glaubst du, du kannst mit Geld alles kaufen? Nee. So, bringe Saimi etwas Süßes um Nachmittagstee und rede mit ihr über die Elite-Frau. Okay, Nachmittagstee und Croissant. Die Frage ist, wo kriege ich ein Croissant her? Ich weiß, wo ich ein Croissant herkriege. Ich weiß, wo ich das herkriege. Ich bin gerade so ein bisschen gefühlt... Entschuldige, ich koche gerade. Okay, das habe ich gekauft. Nachmittagstee kann ich bei der Saimi selbst kaufen. Was? Ach, das... das Schaf schläft. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte, das hätte Hunger oder Durst. So, was wird denn hier? Bringe Saimi etwas Süßes. Okay, ernte die Pflanzen von den Ackerfeldern beim Haus von Akachis Eltern. Spreche mit Aquila für den nächsten Auftrag. Spreche mit Blue für den nächsten Auftrag. Ich weiß echt nicht, was ich hier gerade alles machen soll. Hier geht's jetzt gerade richtig los und weiter und hast du nicht gesehen. Das wird doch sehr, sehr interessant. Wir sind ja schon bei 19 Minuten, aber das machen wir beim nächsten Part. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao. Bye, bye.
Ja.